Willkommen zu unserem heutigen Thema Risiken und Nebenwirkungen in der digitalen Welt. Hierzu begrüße ich herzlich Herrn Professor Manfred Spitzer. Sie leiten die Psychiatrische Uniklinik in Ulm und sind einer der bedeutendsten Gehirnforscher in Deutschland. Ich habe bewusst gesagt Gehirnforscher, denn ich habe mal gehört, Hirnforscher mögen Sie gar nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Klingt so nach Hirnsuppe. Okay. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Herr Spitzer, ich glaube, Sie haben auch Kinder. In den letzten ein, zwei Jahren haben zu Weihnachten Kinder ihren Eltern immer eine bestimmte App geschickt. Ich will die mal vorlesen. Mir wurde sie nämlich auch geschickt, was sie davon halten. Und der Text hieß dann, und es geschah also, dass zu jener Zeit des Jahres alle Söhne und Töchter an die Städte in ihre Geburt zurückkehrten, damit sie die IT-Probleme ihrer Eltern richteten. Sind also junge Menschen doch sehr viel schlauer, können besser damit umgehen? Naja, junge Menschen sind damit aufgewachsen und womit man aufwächst, das mit dem beschäftigt man sich und deswegen die, ich sag mal, die oberflächlichen Aspekte, auf welchen Knopf man drückt, damit es wieder tut oder so. Oder der Tipp, wenn es nicht geht, einfach ausschalten, wieder einschalten. Auf den kommt man ja, wenn man so alt ist wie ich, auch nicht unbedingt, weil er beim Auto nicht funktioniert hat und bei einem Radio auch nicht. Aber bei Computern funktioniert er ja oft. Und deswegen bin ich und ist meine Generation da nicht so forsch und nicht so schnell wie die junge Generation. Klar, das ist halt so. Sie haben zu dem Thema zwei sehr spannende Bücher geschrieben, zwei Bestseller, das eine Digitale Demenz, das andere Cyberkrank. In beiden Büchern sagen Sie, okay, Kinder, Jugendliche würden sich das Gehirn aus dem Kopf klicken und zum anderen würde der digitalisierte Alltag ja unsere Gesundheit ruinieren, wir würden cyberkrank werden. Auf der anderen Seite ist es doch so, wenn Sie heute schon in den Kindergarten gehen, in die Grundschule, Bildungspolitiker, Medienwissenschaftler sagen, Mensch, ihr braucht Tablets, Computer, gönnen Sie das denen nicht? Also ich gönne den jungen Menschen alles, aber Bildungspolitiker und auch Medienwissenschaftler haben keine Ahnung, wie sich Kinder entwickeln und was sie dazu brauchen. Und das muss man mal ganz klar sagen. Ich sage Ihnen mal ein schönes Beispiel. Das ist in beiden Büchern noch nicht, weil es noch jünger ist, aber das macht die Sache klar. Wenn man auf den Bildschirm in die Nähe guckt, wird man kurzsichtig. Das ist, warum das so ist, weiß man, die Augen passen sich an. Immer mehr junge Menschen werden jetzt auch kurzsichtig. Genau, immer mehr junge Menschen werden kurzsichtig. In Europa sind es 30%, normalerweise wären 1-5%. In China sind es 80, in Südkorea über 90%. Die Südkoreaner haben auch den meisten Smartphone-Konsum der Welt. Ja. Ja? Und nämlich 5,4 Stunden am Tag im Durchschnitt, nur Smartphone. Da kommt noch das Tablet und der PC und die Spielekonsole noch oben drauf. Das heißt, die gucken eben nur noch in die Nähe. Und wenn man in die Nähe guckt, aber nur solange das Auge sich entwickelt, und das ist das Augenwachstum geht so bis 20 etwa. Wenn man also unter 20 dauernd auf sein Smartphone guckt, braucht man eine Brille, wird kurzsichtig. Und das wissen wir mittlerweile. Ja. Und wir beide sind fein raus, ja, wir können so lange drauf gucken, wie wir wollen. Ja, uns schadet es nicht. Warum? Unser Auge ist fertig. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, denn das trifft auf alles zu. Solange sich unser Gehirn noch entwickelt, braucht es was anderes als so oder so machen. Ja. Ja, da braucht es hier ein Glas und ich muss es anfassen und mit dem rummachen und sowas. Und dann lerne ich, was das ist. Ja. Und dann trainiere ich vor allem auch meine Sensorik und meine Motorik. Und das ist ja der Input für höhere geistige Leistung. Wenn ich nur so mache, werden die nicht trainiert und ich bleibe dumm. Und das ist mein Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Gehirnentwicklung wird durch digitale Medien im Kindes- und Jugendalter auch noch geschadet und nicht genutzt. Das ist ganz einfach. Ja. Wir dürfen das. Naja, das stimmt. Es ist doch heute im Grunde auch sehr praktisch, mit den Medien umzugehen. Ja? Man muss nicht mehr so viel wissen. Wenn Sie heute junge Menschen fragen, auch manche Erwachsene, wie heißt die Hauptstadt von Mali, oder der Präsident, was weiß ich, Weißrussland, dann hören Sie als Antwort, ja, das muss ich ja gar nicht wissen, das kann ich ja googeln. Im Übrigen habe ich da einen schönen Satz von Kant gefunden, der da sehr gut dazu passt. Der hat mal gesagt, es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Jetzt, der hat das schon ein bisschen vorausgesehen. Im Grunde, selbst Erwachsene sagen ja, warum soll ich das eigentlich noch wissen? Naja. Und welche Folgen hat das, wenn wir Geräte für uns denken müssen? Ja, ich denke mir mal, also mit den Geräten, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber zunächst mal, wie ist es denn mit unserem eigenen Wissen? Also, wenn ich die Hauptstadt von irgendwas nicht weiß, dann kann ich die googeln, natürlich. Ja. Aber
das ist halt so ein Faktoid, das steht so ganz alleine, Hauptstadt von, das ist nicht Teil irgendeines größeren Wissensgebiets, ja, sondern es ist halt einfach ein Fakt so und so. Ja. Sobald es aber um irgendwelches zusammenhängendes Wissen geht, und wenn man ehrlich ist, Wissen ist immer zusammenhängend und zweitens anwendungsrelevant. Jegliches Wissen. Ja. Ja. Und wenn ich sag mal ein Beispiel, das Beispiel wurde von Ingenieuren der Firma Microsoft im Jahr 2009 erstmals publiziert und das heißt Morbus Google. Und warum Google-Krankheit? Ganz einfach, weil was die untersucht haben, waren tausende von Suchläufen, da ging es um Medizin. Kommt also einer vom Arzt nach Hause, beim Arzt ist man immer ängstlich, traut sich nichts oder fällt einem auch gar nichts ein. Auf dem Nachhauseweg fällt einem alles ein, was man Doktor hätte fragen wollen und dann fragt man, ja, weil kein Doktor da ist, Google. Googeln Sie mal Kopfweh, da sind Sie in 0,1 Sekunden bei Hirntumor. Googeln Sie Zittern, da sind Sie 0,1 Sekunden bei ALS und erfahren, dass Sie noch ein Jahr zu leben haben. Und das ist verheerend. Ja. Diese Google-Suchläufe dauern im Durchschnitt 1,5 Stunden. Die hören nicht auf, kommen also zu keinem Ergebnis, die brechen ab. Bei den Schrecklichkeiten dieser Welt, die man haben kann, wenn man dieses Symptom hat. Ja. Das hat, mittlerweile gibt es dazu wissenschaftliche Publikationen, es kostet unser Gesundheitssystem signifikant Geld. Die Leute gehen nämlich am nächsten Tag zum anderen Doktor, holen eine zweite Meinung, gehen beim Psychiater vorbei, holen sich Schlaf und Beruhigungsmittel, paar super tiefe Gespräche. Ja, das kostet alles Geld. Ja. Und es gibt eine ganz einfache Behandlung für Morbus Google. Wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, dann hilft es sehr, wenn Sie vorher Medizin studiert haben. Warum? Dann wissen Sie sofort, das ist Blödsinn, das nicht und das stimmt und das nicht. Und so geht es Ihnen in jedem Bereich. Mein Klempner, bin ich mir sicher, kann besser googeln im Bereich des Abflusses als ich. Ich finde in der Medizin jeden kleinen Fitzel, den ich noch nicht weiß. Aber nochmal, je mehr man weiß, desto besser kann man googeln. Deswegen ist es völlig klar, dass eines nicht zutrifft, dass ich Wissen durch sowas wie Medienkompetenz ersetzen kann. Gerade im Zeitalter von Fake News, wo jeder alles quatschen kann, sogar der amerikanische Präsident, ja, da muss ich was wissen und dann sage ich sofort, das stimmt nicht, das stimmt. Und Google nützt mir da auch nichts. Ich muss wirklich was wissen. Ich muss einfach ein Grundwissen haben von so viel wie möglich. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch weiter was lernen und kann auch mich weiter beschäftigen, bin vor Fake News halbwegs geschützt. Wenn ich das nicht habe, habe ich keine Chance. Also mir ist aufgefallen, weil Sie sagen, man muss dann auch Zusammenhänge erkennen. Ja, also wenn Sie heutzutage junge Lehrer fragen, warum solltest du das wissen oder nicht wissen? Ja gut, weil das eben so ist und weil es besser ist, Dinge zu wissen. Aber häufig wird vergessen, oder die wissen es auch nicht, dass es darum geht, den Kontext zu wissen, einordnen zu können. Natürlich. Denn auch die Suche, wie Sie richtig sagen, ist ja nur dann besonders erfolgreich, wenn ich den Zusammenhang erkenne. Womit hängt das in Verbindung? Und es ist sogar noch, es gibt noch einen tieferen Grund. Ich will es mal so erläutern. Wer kann denn besser eine Sprache lernen? Der nur Deutsch kann oder der Deutsch und 4 Fremdsprachen kann? Na, der Deutsch und 4 Fremdsprachen kann. Und niemand würde sagen, also ich kann 5 Sprachen, meine Sprachzentren sind langsam voll. Würde niemand sagen. Ja, ja. Warum würde das niemand sagen? Weil unser Gehirn nicht so funktioniert wie ein Computer. Da oben gibt es nicht eine CPU, die rechnet und eine Festplatte, die speichert. Da oben gibt es etwa 100 Milliarden Nervenzellen mit etwa 1 Milliarde Verbindungen. Mhm. Und die arbeiten miteinander, wenn ich jetzt gerade denke, spreche, wenn Sie mir zuhören. Das passiert ja alles im Gehirn, wo Nervenzellen miteinander reden. Dadurch, dass sie das tun, ändern sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen und das ist der Speicher. Deswegen ist es so, je mehr meine Sprachzentren an Verbindungen haben, die sie gelernt haben, dadurch, dass ich Sprachen gelernt habe, desto besser funktionieren die. Ja. Und wenn ich schon 50 Sprachen kann, dann lerne ich die 51 in 6 Wochen. Das ist alles untersucht und ich kann ja gar nicht 6 Jahre brauchen für jede einzelne Sprache, weil dann wäre schon 300. Ja? Aber es gibt Leute, die können 50 Sprachen. Und je mehr einer Sprachen kann, desto mehr lernt er dazu. Und das ist eine ganz wichtige Überlegung, weil ja heute oft gesagt wird, ja, die Digital Natives, die brauchen ja gar nichts wissen. Die machen auch Outsourcing und machen alles auf ihrem Smartphone, deswegen wissen sie nichts. Aber deswegen haben sie ja Platz für was anderes. Wird oft behauptet. Ja, ja. Das ist völliger Nonsens. Wenn Sie Ihre Festplatte, wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn die 90% voll ist, ist sie fast voll, passt nichts mehr rein. Ja? Ihr Hirn ist keine Festplatte, funktioniert auch nicht wie eine. Und je mehr Sprachen da drin sind, desto leichter lernen Sie die nächste. Und mit Musikinstrumenten ist es genauso. Es ist mit allem so. Und wenn Sie hier Platz sparen, ist es einfach nur dummes Zeug. Keiner lernt besser Chinesisch, wenn er in der Schule auf Englisch verzichtet. Also
Ganz platt. Es ist so. Ja? Und je mehr einer weiß, desto einfacher hat er es weiterzulernen. Aus dem, was wir über das Hirn wissen, folgt leider auch, wer mit 20 noch nichts weiß, der hat echt schlechte Karten für den Rest seines Lebens, weil bis dahin sollte die Bildung erfolgt sein. Ja. Und je besser die Bildung ist, desto besser tut das Ding auch. Und wenn es dann kaputt geht, und das kommt noch oben drauf, und das ist der Grundgedanke von meinem ersten Buch, Digitale Demenz, je besser es funktioniert, desto weniger merkt man, wenn es kaputt geht. Ja, Demenz, geistiger Abstieg, heißt einfach nur, je mehr trainiert das Gehirn ist, und zwar in den ersten zwei Lebensjahrzehnten, wenn es dann absteigt, ja, da steigt es halt von Höhe ab. Und wenn bei jedem Abstieg gilt, je höher man anfängt, desto länger dauert es, bis man unten sitzt. Ja, wie beim Bergsteigen. Wie beim Bergsteigen, ganz genau. Und wenn Sie vom Matterhorn runterkommen, da können Sie auch lange abwärts laufen, Sie sind nur ziemlich weit oben. Und wenn Sie von der Sanddüne zu mir laufen, sind Sie gleich da. Ja. Und genauso geht es Ihnen bei, wenn Ihr Hirn demenzkrank wird, dann dauert es umso länger, bis Sie und alle anderen das auch merken, je gebildeter Sie sind. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Der beste protektive Faktor, also beschützende Faktor gegenüber einer Demenz, bei Ihnen, mir, bei allen Leuten, ist deren Bildung. Je gebildeter einer ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Demenz kriegt. Nicht, weil der gegen Alzheimer unempfänglich ist. Ja. Nein, der kann Alzheimer kriegen, das Gehirn kann sogar voller Alzheimer sein. Wir kennen entsprechende Fälle und der Patient hat keine Demenz. Einfach deswegen, weil das Gehirn gebildet war. Ja, ja. Und desto länger dauert, bis das... Desto länger dauert es, bis man das Kaputtgehen sozusagen merkt. Ja, ja. Es gibt gebildete Leute, die werden mit 80 dement. Natürlich, also die sterben trotzdem an Demenz. Ja? Aber man muss wissen, Demenz ist nicht immer eine Krankheit des Alters. Die fängt irgendwann im Laufe des Lebens an. Das wissen die wenigsten Leute, ist aber so. Ja? Und irgendwann mal macht sie sich bemerkbar. Man hat zu Zeiten der Weltkriege, der Herr Alzheimer hat das ja schon vor 100 Jahren entdeckt, ja, deswegen zu den Zeiten der Weltkriege gab es die Krankheit und dann konnte man bei Soldaten nachgucken und die sind ja junge Männer, bei denen hat man schon manchmal im Kopf Alzheimer gefunden. Der jüngste Patient, in dem man je Alzheimer-Veränderungen im Kopf gefunden hat, was war, schätzen Sie mal, wie alt der war? Na gut, wenn Sie jetzt schon so fragen, muss der ziemlich jung gewesen sein, unter 20 dann wahrscheinlich. Sechs Jahre? Ja. Bei einem Sechsjährigen hat man schon Alzheimer-Veränderungen im Kopf gefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Deswegen sage ich ja, irgendwann geht die Krankheit los, mehr oder weniger schlimm. Ja? Und es gibt Fälle, da ist man mit 80 dann am Sterben an der Krankheit. Aber es gibt auch viele Fälle, da findet man nach dem Tod Alzheimer im Kopf ohne Ende. Und zufällig war vor dem Tod noch ein Demenztest gemacht worden, den gleichen, den wir in der Klinik auch machen. Ja. Und die hatten keine Demenz. Keine. Null. Und gleichzeitig war aber der Kopf voller Alzheimer. Das gibt's. Aber die waren gebildet, das weiß man auch. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Ja? Es geht hier um Volksgesundheit. Und Gesundheit und Bildung sind eben nicht zwei Sachen, die, ja, wir haben ein Gesundheitsministerium und ein Kultusministerium, wir tun immer so, als sei das völlig was Verschiedenes. Nein, nein. Also je gebildeter einer ist, desto weniger nicht nur Demenz kriegt er, er wird auch andere Krankheiten seltener kriegen, je gebildeter er ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht hindert auch die Vokabel Demenz daran, dass sich auch junge Menschen schon damit beschäftigen. Ist das auch eine eigene Wortschöpfung, digitale Demenz? Nein, die ist von Ärzten in Südkorea. Die haben damit ein bisschen was anderes gemeint. Ich meine damit ja wirklich in der Demenz. Ich meine auch damit die Demenz im Alter. Und ich meine einfach, dass die digitalen Medien unserer Bildung in jungen Jahren schaden und deswegen dafür sorgen, dass wir im Alter mehr Demenz kriegen. Das ist auch meine Vorhersage, was passieren wird. Das kann ich noch nicht beweisen, weil vor 50 Jahren gab es noch keine Smartphones. Ja? Aber wer die heute benutzt, das muss so sein, nach allem, was wir aus der Hirnforschung wissen, dass der in 50 Jahren eher Demenz kriegt, als der, der es nicht benutzt. Ja. Ja? Und was die Südkoreaner damit gemeint haben, die haben schon vor etwa 10 Jahren, haben da südkoreanische Ärzte immer mehr Patienten gehabt, das waren meistens junge Männer, die gesagt haben, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann mir nichts mehr merken, ich bin so ein bisschen schlecht gelaunt und nicht gut drauf und habe auch zu nichts mehr Lust. Und weil die auch immer viel digitalen Medienkonsum gehabt haben, deswegen haben die koreanischen Ärzte vor 10 Jahren gesagt, ah ja, die haben eine digitale Demenz. Mehr so aus Jux und Dollerei. Aber die haben es auch aufgeschrieben. Der Begriff ist also in der Literatur vor 10 Jahren schon aufgetaucht und ich habe ihn dann einfach aus dem Koreanischen übernommen. Der schien mir sehr treffend, vor allem, wenn man überlegt, dass es hier wirklich um Demenz im Alter geht. Und das ist das Fatale. Sie beschreiben ja auch viele Studien über die Mediennutzung junger Menschen. Ja. Ich habe eine gefunden, die ist letztes Jahr erschienen von der Bundesbeauftragten oder Bundesdrogenbeauftragten. Kennen Sie sicherlich auch, Blick 2017. Mhm. Und ich will mal nur ein paar Ergebnisse oder die wichtigsten Ergebnisse nennen.
Die Studie sagt unter anderem, 70% der Kinder im Kita-Alter benutzen das Smartphone ihrer Eltern mehr als eine halbe Stunde täglich. Ja. Ja. Also war mir jetzt völlig fremd, dass es tatsächlich, ja, und das die wiederum haben eine schlechtere Sprachentwicklung, ja, weil man vom Smartphone nicht sprechen lernen kann. Und es ist eben ein Zusammenhang zwischen einer intensiven Mediennutzung und Entwicklungsstörungen der Kinder. Im Bereich der Sprache. Genau. Richtig. Und da in der Blickstudie kam auch raus, dass Einjährige, deren Mütter beim Stillen auf ihr Smartphone gucken, einen schwachen und schlechteren Tag-Nacht-Rhythmus haben. Die schreien nachts mehr und sind tagsüber nicht so gut drauf, weil die Mütter eben nicht sich dem Kind zuwenden, sondern ihrem Smartphone. Und das Kind, das will ja beim Stillen nicht nur Milch, das will vor allem Zuwendung. Und wenn das die Mütter nicht begreifen, kriegen sie die Quittung nächste Nacht. Das ist auch rausgekommen. Ja, ja. Bei den 7- bis 8-Jährigen kam raus, dass die mehr Aufmerksamkeitsstörungen haben, je mehr die ihr Smartphone verwenden. Und bei den 13-Jährigen kam raus, dass die so erleben, sie haben ihr Leben nicht mehr richtig im Griff, weil das Smartphone letztlich übernommen hat. Das erleben die auch als ganz unangenehm. Ja. Das kam auch bei einer anderen Studie raus, die in der Tagesschau sogar kam, von Mannheimer Kollegen, die rausgefunden haben, dass 48% der 8- bis 14-Jährigen sagen, dass sie das Smartphone ablenkt, vor allem bei den Hausaufgaben. Ja. 24% sagen, dass sie diese vielen Nachrichten nerven, also dass da einer immer wieder eine Nachricht schickt, ich esse gerade Gummibärchen, und wenn man die nicht sofort beantwortet, hey, ich esse wirklich Gummibärchen, was hältst du davon und so. Und dass 20% sagen, sie haben sogar Schulprobleme wegen ihres Smartphones. Ja. Also das ist publiziert in Deutschland, das sage nicht ich, das kam schon länger raus. Ja. Aber umso erstaunlich ist es ja, es ist eine Studie der Bundesregierung im Grunde, trotzdem verteidigen viele Bildungspolitiker, auch Medienwissenschaftler, selbst Medienpsychologen vehement die Tablets, Computer bereits im Kindergarten, Grundschule und so weiter. Wie ist diese Diskrepanz zu verstehen? Auf der einen Seite wird gesagt, sie werden ja auch teilweise als Besessener beschrieben. Also ich habe auch ein paar Kritiken zu dem Buch gelesen. Da werden sie ja ziemlich scharf angegangen, auch von Politikern, wo gesagt wird, okay, der Spitzer, und ich glaube, sie erwähnen sogar eine Stelle in einem ihrer beiden Bücher, bei irgendein Kultusministerium, auch schon wieder fast vom Spitzer, können wir vergessen oder so. Mhm. Warum wird das gemacht? Haben die was persönlich gegen Sie? Wenn es sogar offizielle Studien gibt der Bundesregierung, die genau das belegen, was Sie sagen? Und nebenbei gibt es noch mehr. Auch die Studie 1000x1000 Notebooks im Schulransen haben gezeigt, dass ein Notebook in der Schule nichts bringt, die Schüler eher unaufmerksam sind und nicht mal die Leistungen am Computer und im Internet besser werden. Also wenn es immer heißt, naja, wenn die schon am Computer in Mathe und Englisch und Physik nicht besser werden, wir müssen trotzdem Computer einführen, weil die müssen ja lernen, mit dem Computer umzugehen. Das stimmt schlichtweg nicht. Die lernen das nicht. Und es trifft auch nur noch für einen von 25 zu, dass er das lernen muss, weil die anderen 24 können es schon. Das sagt eine der neuesten Studien auch zu diesem Sachverhalt. Warum ist das so? Ach, wenn Sie, im Grunde ist es ganz einfach. Wenn man gegen die Nachricht nichts sagen kann, erschießt man halt den Überbringer. Oder macht ihn irgendwie platt. Ja. Oder spricht vom Krawallpsychiater. Und was, ich wurde ja sogar von der deutschen Qualitätspresse richtig, also mit einem Shitstorm erster Güte belegt. Und ich kann nur sagen, das war dann halt so. Und dass Politiker gerade im Bildungsbereich lieber nichts von Wissenschaft wissen wollen, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Dann müssten sie ja auf Wissenschaftler hören. Und deswegen sind die gar nicht daran interessiert, dass es verlässliche wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Ich habe ein Institut schon seit über 10 Jahren. Wir wurden nie gefördert öffentlich, nach einer kurzen Anfangsförderung, ganz einfach deswegen, weil niemand Interesse daran hat. Denn nochmal, sobald Wahrheit im Spiel ist, kann man ja nicht mehr für Falschheit sein. Und sobald klar ist, dass digitale Medien dem Unterricht schaden, und das tun sie, das ist wirklich klar, dann kann ich nicht mehr sagen, wir brauchen aber noch mehr davon. Ist so. Es gibt ja vehemente Kritiker, wie schon erwähnt. Gerade auch diese Blickstudie wurde sehr kritisiert. Da gibt es ja vor allen Dingen einen Medienpsychologe, Sie kennen ihn wahrscheinlich, ein Herr Schwab, glaube ich, der unter anderem, also es gibt ja eine ganze Reihe von Kritikern, die gerade bei dieser Studie auch bemängelt haben, beispielsweise beim Thema Sucht oder beim Begriff Sucht sei Vorsicht geboten. Er spricht lieber von einer problematische Mediennutzung, denn je nachdem, wenn es Probleme in der Familie gäbe, kann das eben genauso darauf zurückzuführen sein. Das sind immer die gleichen Einwände. Herr Spitzer, das ist doch alles multifaktoriell und es geht auch um die Unterschicht und das Unterschichtkind ist sowieso schwieriger Sie können doch nicht so einfach kausal denken, wo die Welt doch viel komplizierter ist. Ja. Wenn Sie, das ist immer geschenkt, die Welt ist immer beliebig kompliziert, aber das Wesen von Wissenschaft, seit es die gibt, besteht darin, dass man sie vereinfacht. Die Erde ist ein
Massepunkt und die Sonne ist ein Massepunkt. So kann ich super beschreiben, wie sich die Erde ganz genau um die Sonne bewegt. Da muss ich nicht wissen, welche Farbe das Ding hat oder das Ding. Ich kann von allem abstrahieren, außer von der Masse. Und nehmen Sie mal Gehirne. Die Hirnforschung hat riesen Fortschritte gemacht, indem sie verstanden hat, wie Lernen funktioniert. Lernen funktioniert dadurch, dass sich die Verbindungen zwischen Synapsen ändern. Das kann man seit über 20 Jahren, mein erstes wissenschaftliches Buch, was für die Allgemeinheit bestimmt war, für Fachleute allerdings schon, hieß Geist im Netz. Da ging es darum, was man verstanden hat, wie am Computer simulierte Nervenzellen, wie die eigentlich lernen. Und das hatte man verstanden, das Buch kam 96 raus, so Anfang der 90er hatte man das gut verstanden. Mittlerweile ist es so weit, dass die Kenntnis darüber, wie Lernen funktioniert, und zwar in Gehirnen, aber dann eben auch in Computern, das Geschäftsmodell der 5 reichsten Firmen der Welt ist. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, deren Computer funktionieren eben nicht mehr wie unsere Laptops, sondern wie Gehirne. Und dadurch können die selber lernen. Jüngstes Beispiel, der lernt Go spielen, ohne dass irgendein Mensch ihm Go spielen beibringt. Der bringt sich einfach selber bei und spielt hinterher besser als der beste Mensch, der je Go spielen konnte. Er hat auch 3000 Jahre Go-Geschichte in 3 Tagen nachgeholt, die Eröffnung, die Endspiele. Sich selber beigebracht, die Maschine. Hey, so gut haben wir Lernen verstanden. Es hängt vom Input ab, was in der Maschine hängen bleibt und das bestimmt dann die Leistung der Maschine. Hier ist das genauso. Die Leute haben mit mir Deutsch geredet, als ich klein war. So kann ich eben Deutsch. Und dann habe ich Englisch gelernt, indem ich viel da drüben war. Ja? Aber was heißt denn das? Dass wir verstanden haben, zum Beispiel, dass wenn ich eben irgendwelche Profitinteressen bestimmen lasse, was die Kinder machen, dann dürfen die Auto fahren und Leute totfahren. Car Theft 5. Das kulturelle Gut, was am ersten Tag seiner Existenz das meiste Geld eingespielt hat. Neben 700, 800 Millionen Dollar, Euro, je nachdem, wie man es rechnet. Ja. In einem Tag. Was machen, wer kauft das, wer nutzt das? Kinder und Jugendliche. Was macht man da? Man fährt Leute tot und kriegt Punkte dafür. Das geben wir heute den Gehirnen der nächsten Generation. Obwohl, nochmal, wir wissen, was Gehirne machen. Die lernen, was immer sie machen. Denn wenn man was macht mit dem Gehirn, ändert es sich. Und das ist der Witz vom Gehirn. Ja? Wenn man das mal begriffen hat, das hatte ich schon vor 20 Jahren begriffen, vor länger noch, ja, dann war mir auch klar, hey, was wir kulturell machen. 3 Stunden Fernsehen, da habe ich mich schon in einem noch früheren Buch darüber aufgeregt, wie schlimm das ist. Wir zeigen Morde, wir zeigen Gewalt, wir zeigen alles Mögliche, finden das noch toll, belohnen das sogar noch und wundern uns dann, dass wir Kinder haben, die auch ein bisschen weniger empathisch sind mit anderen. Jetzt sind wir so weit, dass einer einen Motorradunfall hat, stirbt und dabei gefilmt wird von einem zufälligen Passanten. Also weniger Empathie geht nicht. Ja. Was wissen wir? Empathie kann sich am Bildschirm nicht entwickeln, da brauchen wir reale Sozialkontakte. Mhm. Wenn wir in Facebook sind, das macht nichts. Wenn unsere Kinder in Facebook sind und dann auch noch vielleicht 7 Stunden am Tag, dann schadet das denen, weil am Bildschirm können sie keine Empathie lernen, dafür brauchen sie schon reale Kontakte. Und wenn sie keine Empathie lernen und mit 20 nicht gelernt haben, dann war es das. Und dann laufen die Leute als Zombie rum. Und selbst das haben die Jugendlichen begriffen. Jugendwort des Jahres 2015, Smombie, Smartphone Zombie. Was die begriffen haben, dass nämlich dass die übermäßige Smartphone-Nutzung einen zum Zombie macht, das haben weder die Medienpädagogen noch die Bildungspolitiker begriffen. Und das ist meine Kritik an denen. Neulich hörte ich bei einer Gruppe junger Leute, die hatten sich über die Mediennutzung auch unterhalten, Spielkonsolen und wie toll es ist oder wie gut sie die bedienen können. Und dann sagt einer, ja, mein Traum ist ohnehin Formel-1-Rennfahrer. Ja, der hat da irgendwas schon gemacht. Und je besser du mit der Spielkonsole umgehen kannst, desto besser kannst du auch so ein Formel-1-Auto fahren dann. Also da wird manchmal Äpfel mit Birnen verglichen. Aber scheinbar gibt es so eine Tendenz, wo auch junge Menschen sagen, okay, wenn ich da besonders gut bin, gibt es auch Berufe später, die das genau brauchen, was ich jetzt gerade lerne. Immer mit dem Daumen auf die gleiche Stelle drücken oder den Finger irgendwo nach links oder rechts bewegen. Ja, was sagen Sie denen? Ich sage denen, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie da wirklich am allergrößten werden. Und zweitens, dass sie sich überlegen sollten, sie haben nur ein Leben, ob sie das da wirklich mit verschwenden wollen. Also die Serious Games, beziehungsweise die Game Communities, es gibt die Serious Games, da soll man spielen, um was zu lernen. Das funktioniert nicht. Es gibt aber die Games Community und die sagt, hey, wir haben doch sogar E-Sports und da kann man sogar Meisterschaften machen und wenn man am besten schießen kann oder was auch immer, dann gewinnt man 1 Million. Und das zieht viele junge Menschen natürlich an, die sagen, hey, ich werde einfach mal professioneller Spieler.
Computerspiele und damit, die Südkoreaner haben das ja auch vorgemacht, damit bestreite ich mal meinen Lebensunterhalt. Da muss ich immer entgegnen, es geht ja nicht nur darum, dass man mit irgendwas Geld verdient, sondern man sollte sich als junger Mensch auch fragen, ja, womit verdiene ich denn Geld? Tue ich da irgendwas Gutes oder werde ich dafür bezahlt, dass ich irgendeinen Unsinn mache oder sogar anderen schade, aber ich verdiene halt gutes Geld. Und ich glaube einfach, dass sogar die jungen Menschen heute sich überlegen, was mache ich denn mit meinem Leben, und die meisten wollen es nicht wegwerfen. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Ich kriege immer wieder mit, dass Leute das kapieren und sagen, ich lasse mir doch nicht mein Leben und meine ganze Zukunft von 5 reichen Firmen klauen. Mhm. Denn ich meine, es geht hier um den Profit von Apple, Google, Microsoft und Co. Ja, die machen Geld, die reichsten, sowieso die reichsten Firmen der Welt. Die leben davon, dass wir die Gesundheit, die Bildung und sogar das Glück der nächsten Generation ruinieren. Das dürfen wir nicht. Das ist unverantwortlich, dass wir das machen, dass unsere Politiker und etwa 1400 Medienpädagogen sich noch als Marktschreier gebären für das. Nein. Und die sagen natürlich auch, wir tun eine ganze Menge Gutes. Ja. Wir helfen beim Lernen, E-Learning, wir machen für Hausaufgaben, dann Whiteboards in der Schule. Whiteboards in der Schule verschlechtern die Qualität des Unterrichts, das wissen wir ja schon. Also wenn Sie, schauen Sie, die neueste Studie dazu kommt von der Military Academy in Westport, USA. Da sind hochmotivierte junge Männer, die wollen was reißen. Keiner geht nach Westport, um da mal ein Jahr abzuhängen und Kunstgeschichte zu studieren. Ja? Hey, die wollen was. Ja? Und dann haben die in Westport eine super Studie gemacht. Die haben gesagt, wir haben hier 50 Klassen, also 15 Leute Klassen, die einzeln vom Professoren beschult werden oder die lernen was, ja, im ersten Semester. 50 Klassen, 15 Leute etwa. Haben wir gesagt, okay, 17 kriegen ein Tablet und ein PC. In die Klasse können sie mit lernen. Ja? Etwa 15 kriegen nur ein Tablet. Und die anderen, es waren auch etwa 15 oder 17, die kriegen gar nichts. Und am Ende des Semesters hat man eine Prüfung gemacht zu den Inhalten. Und die waren bei allen gleich. Ja? Was kommt raus? Die, die nichts hatten, waren 20% besser als die, die elektronische Medien hatten. Und die Autoren, die haben das vor ein paar Wochen publiziert, die schreiben in ihrer Studie, an allen anderen Schulen und Unis ist es wahrscheinlich schlimmer, der Effekt, als bei uns. Warum? Wir haben nur hochmotivierte Leute, die wollen lernen und die wollen tatsächlich was reißen. Also Motivationsprobleme haben die keine. Deswegen machen die auch nicht nebenher viel Blödsinn. Was man in anderen Studien gefunden hat, 30% der Zeit, die man im Unterricht, im Computerisierten, am Computer ist, ist man in Facebook oder macht Shopping oder spielt sogar Spiele. Das ist auch nachgewiesen. Ja? Mit anderen Worten, wir wissen eine ganze Menge, was da passiert und was dabei ist nicht gut. Ich kenne übrigens keine einzige Studie und ich suche danach, weil Wissenschaftler immer da wissen wollen, ob sie richtig liegen. Und ich bin einer, deswegen interessiert mich das sehr. Ich suche nach Studien, die zeigen, irgendeine Studie, die zeigt, dass in der Klasse wirklich besser gelernt wurde, als sie Computer hatten. Und ich habe noch keine einzige gefunden. Ich habe es oft in Talkshows erlebt, ach Herr Spitzer, da gibt es doch die Studie, da stimmt ja alles gar nicht, was Sie sagen, die hat gezeigt, es ist alles viel besser und so weiter. Da habe ich nachgefragt und dann kommt halt raus, nö, die gibt es gar nicht. Oder die gibt es, aber sie hat gezeigt, dass es nicht besser war. Dass es nicht besser war. Ja, all das gibt es. Es gibt auch jede Menge schlechte Studien. Eine, die wurde in Köln gemacht, da gibt man den Leuten einen Fragebogen, der sozusagen die Selbstwirksamkeit misst. Das ist ja was Tolles, wenn ich selber lerne, ich kann was und ich bin was und ich bin wer. Und dann gibt man den Fragebogen an Leute, die ein Ballerspiel spielen und an Leute, die anderen Leuten beim Ballerspielen zugucken. Hey, wenn ich einem zugucke, wie er ballert, da lerne ich, das fördert meine Selbstwirksamkeit nicht. Ja? Was kommt raus? Ballerspielen ist besser für die Selbstwirksamkeit als zugucken beim Ballerspielen. Ja, Gott, nochmal, wie banal ist denn das? Ja. Aber sowas wird dann publiziert, Ballerspiele sind toll, die Kinder, das fördert die Selbstwirksamkeit der Kinder. Ja? So ein Quatsch. Und solche Studien gibt es wie Sand am Meer. Ganz grässliche Studien, die nur so gemacht sind, dass schon rauskommt, was man vorher weiß. Das ist schlechte Wissenschaft. Gibt es leider. Sie sagen ja nicht nur bei Kindern, die werden faul, dumm. Dick, dumm und aggressiv. Das sind die Nebenwirkungen vom Fernsehen. Und die sind nachgewiesen, alle drei. Sie sagen auch, das hat extremen Einfluss auch auf das Schreiben, aufs Lesen und die Schrift. In manchen Schulen wird jetzt schon überlegt, die Schrift ganz abzuschaffen. Wie sind da die Ergebnisse? Naja, auch dazu gibt es Untersuchungen, zum Beispiel von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, einer aus Silicon Valley und der andere aus Princeton. Die haben 2014 5 Experimente publiziert, die gingen immer etwa gleich.
die Hälfte der Studenten dürften bei der Vorlesung oder beim Unterricht mitschreiben und die andere Hälfte mittippen. Ja. Und als der Unterricht rum war, hat man gesagt, stopp, Multiple-Choice-Fragen zu dem Unterricht, der gerade stattgefunden hat. Und geguckt, was blieb hängen. Ja. Und es kam immer das Gleiche raus. In jedem der 5 Studien, wenn man mitschreibt, bleibt mehr hängen, als wenn man mittippt. Ja. Und es kam sogar raus, dass diejenigen, die so schnell tippen konnten, dass sie, was der Professor sagte, wörtlich oder der Lehrer sagte, wörtlich mitschreiben konnten, die haben am wenigsten gelernt hinterher. Warum? Ist auch ganz einfach. Seit, ich sag mal 50 Jahren etwa, weiß man aus immer wieder den gleichen Experimenten, stellen Sie sich vor, Sie sehen eine Wörterliste und die sind groß oder klein geschrieben, die Wörter. Dann müssen Sie sagen, groß geschrieben, klein geschrieben. Die gleiche Wörterliste können Sie aber auch beurteilen nach dem Motto, ist es ein Verb oder ein Hauptwort? Und die gleichen Wörter können Sie auch beurteilen, ist es, was das Wort meint, belebt oder unbelebt? Da müssen Sie aber mehr über das Wort nachdenken. Und bei Hauptwort auch schon. Nur sagen groß, klein, müssen Sie viel nachdenken. 2 Wochen später kommen alle, die das gemacht haben, nochmal ins Labor und dann guckt man nach und man fragt einfach, sagt mal, welche Wörter habt ihr da vor 2 Wochen gesehen? Mhm. Dann kommt ganz klar raus, das hängt davon ab, was man damit hier oben machen musste. Wenn man entscheiden sollte, belebt, unbelebt, dann muss man überlegen, hey, was ist denn ein Schrank? Aha, unbelebt. Ja? Was ist ein Blatt? Ah ja, das ist eigentlich eine Pflanze, also belebt. Da muss man nachdenken. Ja? Hauptwort, Verb muss man nicht so viel nachdenken. Groß und klein geschrieben, hey, da muss man gar nicht nachdenken, das sieht man ja gleich. Ja? Und nochmal, die Leute sehen die Wörter gleich lang, machen mit den Wörtern im Kopf was anderes, drücken auch nur den gleichen Knopf. Aber davon, was sie im Kopf damit machen, hängt ab, wie viel sie lernen. Das wissen wir seit 50 Jahren. Und wenn Sie den Professor, was der sagt, verbatim mittippen, dann denken Sie ja nicht darüber nach, was der sagt. Sie tippen ja nur dessen, die Laute, die der sagt. Ja? Wenn Sie aber schreiben und Sie merken, na, ich bin zu langsam beim Schreiben, dann müssen Sie sich dauernd überlegen, was sagt denn der gerade? Und dann müssen Sie überlegen, ist es wichtig, ist es unwichtig? Durch welches allgemeine Wort kann ich es vielleicht sogar zusammenfassend mir aufschreiben? Das heißt, Sie müssen dauernd darüber nachdenken, was der sagt. Und nicht, welche Laute er produziert. Ja? Und durch dieses Nachdenken, was der Professor sagt, lernen Sie was. Und das wird unterdrückt durchs Mittippen. In 46 Bundesstaaten hat man ein Jahr, nachdem man das alles rausgefunden hat, die Handschrift aus dem Curriculum der Grundschule gestrichen. In 46 Bundesstaaten. Also nach dem Motto, man nimmt den jungen Menschen, da darf man noch schreiben mit der Hand, aber man muss es nicht. Klassenziel Ende Klasse 4 ist mit 10 Fingern tippen können. Ja? Also in diesen Schulen wird den jungen Menschen ein Hilfsmittel verweigert, ihnen beizubringen, das wir seit Jahrtausenden benutzen, um uns was zu merken. Wir schreiben es uns auf und haben es uns gemerkt. Weil die Schrift ist kompliziert genug, dass man sich dadurch, weil da im Hirn viel passiert, wenn ich schreibe, und dadurch merke ich mir was. Das wissen wir seit Jahrtausenden. Deswegen macht man sich auch mal schnell einen Zettel und dann weiß man es. Spickzettel, ja, wenn man ihn geschrieben hat, kann man es, braucht man ihn schon fast nicht mehr. Ja? Aber vielleicht kehren wir zurück zu alten Schriften, weil neulich bekam, ich bin jetzt kein Smartphone-Junkie oder WhatsApp-Junkie, aber da war auch so eine Nachricht, da wurden Hieroglyphen gezeigt in einer Zeile, darunter Emojis, ja, so eine Reihe. Mhm. Und da war der Text zu lesen, 4000 Jahre liegen dazwischen und scheinbar kehren wir wieder zu der alten Schrift zurück. Ja, das stimmt nicht ganz, denn die Hieroglyphen waren ja keine Bilderschrift, sondern die waren tatsächlich schon ein Alphabet. Also da hat man meinetwegen einen Fisch gezeigt und wenn man das jetzt mal auf Deutsch macht, dann wäre das der Buchstabe F, Emoticons oder Emojis oder wie die alle heißen. Wenn ein Smiley meint ja da nicht ein S, sondern meint Lächeln. Ja, ja. Also gut, da ging es mehr um die Symbole, dass alles vereinfacht wird und dass man da auch nicht mehr groß nachdenken muss. Man schreibt einfach ein Like oder sendet ein Like und damit ist eigentlich auch schon alles damit gesagt. Ist sozusagen die sprachliche Ausdrucksfähigkeit maximal nicht gebraucht. Ja. Und nochmal, das Gehirn lebt durch den Gebrauch. Also wer das propagiert und sagt, das ist doch alles super, der wird auch propagieren, ja, wenn ich eine Rolltreppe sehe, fahre ich Rolltreppe, wenn ich mit dem Auto fahren kann, fahre ich Auto. Ja, und wenn man dann entgegnet, du, dann wird aber die Muskeln deines Körpers verkommen, dann wird der sagen, naja, brauchst du doch nimmer. Ja, wollen wir das wirklich? Die meisten Leute heute, die zu viel Auto fahren und zu viel Rolltreppe fahren, die gehen zweimal die Woche in die Muckibude. Warum eigentlich? Ja, weil sie sonst verfallen körperlich. Und was den Leuten klar sein muss, hier ist es genauso. Wenn Sie immer nur mit dem Navi fahren, dann wissen Sie irgendwann nicht mehr, wo Sie sind. Wenn Sie immer nur mit dem Spellchecker schreiben, dann können Sie nicht mehr Rechtschreibung. Wenn Sie in der Schule schon anfangen, Taschenrechner zu benutzen für 3x4, dann können Sie irgendwann 3x4 nicht mehr. Und auch sonst können Sie wenig und deswegen werden Sie immer schlechter in Mathematik. Und das sind Dinge, die wollen wir eigentlich nicht. Und wir sind heute schon auf dem Wege dahin. Und wie weit wir sind, nur als Beispiel, der deutsche Abiturient
Der kann nicht nur integrieren und differenzieren und der weiß auch nicht, was ein Logarithmus ist. Nein, der kann auch keine Bruch- und keine Prozentrechnung mehr. Das kam zumindest in einem Brief deutscher Mathematikprofessoren an sämtliche Kultusminister vor einem Dreivierteljahr raus. Die haben geschrieben, hört mal her, ihr müsst was ändern. Es geht nicht, dass die Leute in Mathe eine 2 haben im Abi, aber was ist 40% von 60? Nicht wissen. Weiß keiner. Und auch nicht durch lange Überlegung draufkommen. Das ist ein Skandal. Und das haben wir in Deutschland. Jetzt. So werden wir nicht Exportweltmeister bleiben. Das sage ich mal voraus. Koreaner, wenn ich das nur anmerken darf, die hatten 30% Smartphone-Süchtige und das ist das digitalisierteste Flächenland, was es auf der Welt gibt. Ja. Hongkong und Singapur sind noch digitalisierter, aber eben keine Flächenländer. In Südkorea hat sich die Regierung schon lange Gedanken gemacht, wie kriegen wir das in den Griff. Die hat Kampagnen gemacht, eine hieß 111. Und da mussten die jungen Leute, wer mitmachte, bekam einen Sticker auf sein Smartphone und da mussten die an einem Tag der Woche für eine Stunde auf ihr Smartphone verzichten. Und es hat nicht funktioniert. Diese Kampagnen waren erfolglos, weswegen in Südkorea seit 2015 ein Gesetz, da gibt es ein Gesetz, wenn Sie unter 19 sind und kaufen ein Smartphone, muss da Software drauf, die den Zugang zum Schlimmsten, brutale Gewalt und Pornografie blockiert. Die misst, wie lange Sie das benutzen. Und wenn das eine bestimmte Zeit überschreitet, kriegen die Eltern automatisch eine Nachricht, kümmert euch besser um euer Kind, das ist zu oft am Smartphone. Ja, darüber sprechen wir gleich mal, wie können wir uns eigentlich davor schützen? Ich will es kurz nur fertig machen. Und das Dritte ist, die Spieleserver werden ab Mitternacht abgeschaltet. Das machen die Koreaner, nochmal, das ist das Land, wo die meisten Smartphones produziert werden. Die leben davon. Samsung ist Smartphones, ist Südkorea. Ja? Und die machen das, warum? Um ihre Kinder zu schützen, weil die kapiert haben, das müssen wir machen. Der Rest der Welt ist weit davon weg. Und das ist nicht gut. Das macht mir Sorgen. Das macht mir richtig Sorgen. Gut, also nicht nur, dass die Fähigkeiten darunter leiden bei einer zu intensiven Nutzung. Sie sagen ja auch ganz explizit, wir würden cyberkrank werden. Ja, Krankheiten. Sie sprechen von Cybersucht, Cyberangst. Ja. Ich habe noch notiert sogar die Nomophobie. Also Trennungsangst heißt das ja eigentlich, aber Sie meinen jetzt nicht die Trennungsangst von Menschen, sondern dass man Angst hat ohne Handy. Ohne Handy oder ohne Handyverbindung. Das ist auch nicht meine Erfindung. Das ist viele Leute, die haben das publiziert. FOMO, das ist Angst, irgendwo anders ist was besser. Also das ist auch eine häufige Angst nach dem Motto, die Party, wo ich gerade bin, ist die langweiligste. Und mein Lebenslauf auch. Und deswegen habe ich immer Angst, was zu verpassen. Und das andere ist, ich habe immer Angst, und das betrifft etwa 70% der Smartphone-Nutzer, ich könnte gerade eben keinen Kontakt mehr haben. Und das treibt die Leute auch um. Und diese Angst macht unter anderem einen höheren Blutdruck, auch das wissen wir. Und wenn Sie als 14-Jähriger schon einen höheren Blutdruck haben, dann haben Sie alle Zeit der Welt, sämtliche Komplikationen, die man haben kann, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Erblindungen, Nierenschäden, die auch zu kriegen. Ja? Und das ist genau das Problem. Wenn ich heute einen hohen Blutdruck bekäme, ich habe keinen, aber wenn ich einen bekäme, müsste ich mir gar keine Sorgen machen. Ich bin alt genug, ich sterbe vorher an was anderem. Ja? Genauso Diabetes. Altersdiabetes, der jüngste in Deutschland ist 5 Jahre alt und es gibt eine Epidemie von Altersdiabetes bei Kindern und Jugendlichen. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass viele die falschen Sachen essen und zu dick werden. Es hängt aber auch damit zusammen, dass, und das habe ich in Cyberkrank alles ein bisschen genauer beschrieben, dass wir heute wissen, dass Schlafstörungen Diabetes mitbedingen können. Nun heißt es aber, wenn ich abends noch mal vorm Schlafengehen auf mein Smartphone gucke, dann zerschieße ich mir die Freisetzung des Schlafhormons Melatonin. Dann schlafe ich schlechter. Gleichzeitig macht das Blaulicht, dass meine innere Uhr zurückgestellt wird, weil die signalisiert, es ist noch Tag, obwohl es draußen schon dunkel ist. Dann bin ich morgens aus zwei Gründen gleich zu müde. Nämlich erstens habe ich 1 bis 2 Stunden so wenig geschlafen. Zweitens habe ich eine innere Uhr, die sagt, es ist noch Nacht. Und dann komme ich in die Schule und bin ganz verdattert. Und dann kann man, wenn man Lehrleute fragt, ja, die ersten 3 Stunden kann man abhaken. Die Kinder sind noch nicht wirklich da. Und das nennt man Bildungskatastrophe. Warum? Weil es eben nicht ein paar Kinder betrifft, sondern 90% aller Kinder. Dazu gibt es ja auch Studien. Bei wie vielen ist das so? Ja, ja. Und das ist im Schlaflabor auch gemessen. Das ist ja nicht mein Bauchgefühl, sondern dazu gibt es ja klare Untersuchungen, die das zeigen. Ja? Und jetzt gibt es sogar eine Abhilfe. Nämlich ab iOS 9.3 oder sowas gibt es die App Night Shift und dann kann man an die anklicken und dann wird der Blaulichtanteil unterdrückt, denn der macht, gab es ja erst vor ein paar Wochen Nobelpreise, der macht diese innere Uhr und der macht auch die Melatoninfreisetzung. Das Problem ist, wenn ich kurz vorm Schlafengehen in Facebook bin, was die meisten Jugendlichen sind, und ich fahre mein
Beziehungsstatus hat sich geändert, dann schlafe ich auch schlecht. Ja. Deswegen, also die technische Lösung, die betrifft nur den Blaulichtanteil. Alles andere, was mich aufrüttelt, kurz vorm Schlafen gehen, nicht. Und da gibt es genug. Ja. Gut, das Fatale ist ja auch, die meisten wissen das aber auch gar nicht. Die meisten also man darf nicht, gar keinen Vorwurf machen, denn ich denke, viele junge Menschen, ich mache auch keinen Vorwurf, ich sag, ja, aber ich sage es mal. Nicht, ja. Ich meine, es muss ja mal jemand sagen. Und mein simpler Punkt ist der, schauen Sie, wann immer neue Technik auf den Markt kam, gibt es irgendwann mal eine Technikfolgenabschätzung. Da sagt man also Autos, wir müssen jetzt bestimmte Gesetze machen, damit die Leute nicht fahren, wo und wie sie wollen. Und das haben wir ja alles. Ja? Oder Röntgenstrahlen kamen auf. Ja, die ersten, die das erfunden haben, die haben sich auf Partys durchleuchtet. Ja? Bis man mal drauf kam, ist nicht so gesund. Ja? Heute ist sie, wir haben immer noch Röntgenstrahlen, aber höchst reguliert. Ja? Asbest, super Baustoff. Sagen wir heute, naja, in die Häuser gehen wir nicht mehr so oft rein? Nein, wir reißen die ab. Ja, also wir sind da ganz rigoros. Warum? Wir werden lungenkrank, wenn wir uns drin aufhalten. Ja? Das bisschen Asbest-Lungenkrankheit, das ist gar nichts gegen Diabetes, Hypertonie, Stress, Krankheiten, Kurzsichtigkeit. Smartphone ist mittlerweile Nummer eins für Unfälle, Verkehrsunfälle. Smartphone macht mehr sexuell übertragene Krankheiten, Geschlechtskrankheiten, weil diese Dating-Apps 15 Millionen Zufallsex pro Tag machen. Nachgewiesen und deswegen passiert das und dann gibt es eben mehr Geschlechtskrankheiten. Der Zusammenhang zwischen der Nutzung dieser Apps und Geschlechtskrankheiten ist auch schon nachgewiesen. Wenn man das alles addiert, da ging es Asbest einen Klacks. Da ging es sogar Nikotin einen Klacks und die Raucherlobby hat 50 Jahre lang geschafft, dass alle gesagt haben, ist doch nicht so schlimm. Und zu jeder Studie, die sagt, Rauchen macht Lungenkrebs, gibt es eine Studie, die sagt, das macht es gar nicht. Und Rauchen ist Freiheit und Abenteuer. Die Werbung war an 14-Jährige gerichtet. Und wer nicht mitgeraucht hat in der Raucherecke, der war out. Mit dem gleichen Argument, wer nicht mitmacht, ist out. Ja, gut, der soziale Druck wächst dann. Und ja, mit dem gleichen Argument, mit sozialem Druck werden heute die Smartphones an die 14-Jährigen verkauft. Und wenn die erstmal angefixt sind. Nur muss man eben wissen, das schadet massiv. Und es schadet so stark, dass vor wenigen Tagen zwei Investoren in die Firma Apple einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, hört mal her, habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass ihr Sucht erzeugt in den jungen Menschen und dass ihr irgendwann mal verklagt werden könntet, dass ihr, mittlerweile haben wir 3,9 Milliarden Smartphone-Nutzer, dass ihr 3,9 Milliarden Menschen krank gemacht habt mit dieser Technik. Warum schreiben Investoren das an Apple öffentlich? Das Fakt, dass das... Das ist passiert. Das konnten sie in der New York Times und im Wall Street Journal nachlesen. Und die machen das, weil sie um ihr Geld fürchten. Denn genauso wie die Stadt New York mittlerweile die größten Ölkonzerne verklagt, ist noch nicht raus, was da rauskommt, ja, dass, weil es die gibt, deswegen in New York irgendwann das Wasser so hoch steht und New York nicht mehr existieren würde. Ja, das macht die Stadt New York gerade mit Exxon, BP und mit den anderen. Ja. Und da kriegen die Leute Angst. Ja. Investoren kriegen Angst. Ja? Denn wenn der Meeresspiegel steigt, dann ist ganz viel einfach für die Katz gewesen. Ja. Und wenn 3,9 Milliarden Menschen krank sind, früher dement werden, Aufmerksamkeitsstörungen haben, Entwicklungsstörungen haben, Sprachentwicklung schlecht ist und dann noch Zucker, Bluthochdruck haben, dann kostet das viel. Und wenn man selbst wenn Apple verklagt würde, die hätten auch nicht genug Geld, um das zu bezahlen. Und das ist Fakt. Das ist heute Fakt. Also Cyberangst gibt es ja nicht nur bei jungen Menschen oder Cybersucht auch bei Erwachsenen. Cybersucht gibt es auch bei Erwachsenen, aber nochmal. Gerade Cyberangst durch die Digitalisierung wächst auch der Druck beim Unternehmer, beim Manager. Ja, überall, wenn Sie heute durch die Straßen gehen oder Vorträge in die FAZ, welche Zeitung auch immer, Welt, Spiegel aufschlagen, fit für die digitale Zukunft. Ja, natürlich. Ja. Sie, also das Sprichwort, ich glaube, das haben Sie auch mal benutzt, digitalisiere oder stirb. Ja, disruptiv. Disruptiv, richtig, ja. Disruptiv. Also das ist das, was mir auch sehr zu denken gibt. Wenn Sie, seit langem schon wird eher mit Angst geworben für digitale Medien. Ich weiß noch früher, da hieß es, hey, wir haben da ein neues Werkzeug, neue Software, da kannst du das super toll machen. Also ich gehöre zu den Early Adopters. Ich hatte mit paar und 20 meinen ersten Computer. Ich hatte dann sehr schnell einen sehr teuren Macintosh und habe Fotos gemacht, Musik gemacht, alles am Computer, weil es ging und weil mich das alles mordsmäßig interessiert hat. Bücher ganz alleine gemacht, ohne Druckerei, das kann ich doch selber schnell und sowas. Ja, und das hat funktioniert. Und dann habe ich gemerkt in den letzten Jahren, dass nicht mehr geworben wird, hey, da gibt es tolle Sachen, die kann man machen. Nee, heißt es, du machst entweder mit oder du bist tot. So in zwei Jahren. Ja, ja. Ja?
Und das ist disruptiv. Das ist nach dem Motto, zerreiß selber oder werd zerrissen. Das ist Sozialdarwinismus der untersten Schublade, fressen oder gefressen werden. Ja? Damit wird heute beim deutschen Mittelstand geworben, die Evolution lässt sich nicht aufhalten. Ja? Digitalisierung. Und dann sieht man noch so ein Skelett. Ja? Hey, Angst wird hier gemacht nach dem Motto, du musst digitalisieren oder du bist tot. Und das ist das, also Angst ist der schlechteste Lehrmeister, macht Kreativität platt, schlechteste Entscheidungshelfer. Und dass die Digitalwirtschaft sowas macht, kann ich eigentlich nur sagen, da mache ich mir schon fast Gedanken um die Digitalwirtschaft. Mhm. Haben die das denn nötig? Bleibt ihnen nichts, haben die kein Argument mehr, außer den Leuten Angst einzujagen? Das ist eigentlich, das ist unterste Schublade. Und ich denke, weil es ja doch eine ganze Menge auch positive Argumente gibt, warum das wichtig ist. Ja, dann könnten sie doch die, also Werbung, da weiß man, da funktionieren eigentlich positive Argumente immer besser als negative. Die Amerikaner wollen gerade eine Kampagne machen, dass wir da mehr darüber fahren, weil der Trump alles platt macht. Gut, aber Angst Reden. Funktioniert, ja. Negatives funktioniert, eine Bad News ist immer besser. Aber eigentlich als Werbung nicht so gut. Bad News wird besser behalten als Good News, aber als Werbung, ich muss ja was machen, ich soll ja was tun. Und wenn mich Angst nur dazu treibt, ist das eigentlich nicht so gut. Man muss ganz klar sagen, was da gerade abläuft, in Angstmache, um digitale Sachen zu verkaufen, das macht mir wirklich Angst und sogar Sorgen. Ja. Aber wie können wir uns letzten Endes davor schützen? Also was sollen Manager, Unternehmer bis hin Kinder, Eltern tun? Was können wir dagegen tun? Ach, ich glaube. Also Sie haben ja vorhin ein Beispiel genannt mit Südkorea. Also ja, da habe ich auch neulich gelesen, auch Verbote gibt es da ja. Also nicht nur, dass es Schüler gibt, die dann nach 21 Uhr ihr Smartphone nicht mehr benutzen dürfen. Es gibt jetzt sogar, glaube ich, auch entweder in Japan oder in Südkorea Verbotsschilder für Autofahrer und Fußgänger. Autofahrer, die darauf hingewiesen werden, dass sind Smartphone-Träger unterwegs. Und ich glaube, sogar ein Verbotsschild, wo dann Fußgänger nicht mehr die Straße überqueren können, wenn das Smartphone benutzen. Ist das sinnvoll? Ach, ich glaube, also in New York. Mit Verboten kommt man ja auch nicht weiter. Ja, aber ich meine, im Straßenverkehr haben wir ja auch Verbote, wir haben Richtlinien, allgemeine Empfehlungen. Und das Wichtigste, was wir im Straßenverkehr zum Beispiel haben, ist, dass man erst ab 18 Auto fahren darf. Warum eigentlich? Mit 14 darf man in Deutschland Segel fliegen, das ist viel schwieriger als Autofahren. Trotzdem darf man das. Aber der Grund ist doch ganz einfach. Wir trauen einem erst das Führen eines Fahrzeugs zu, mit meinetwegen 100 oder 200 PS, wenn der eine gewisse Reife besitzt, wenn der nicht mehr so impulsiv reagiert. Ja? Und in der Tat ist es sogar so, dass die 18-jährigen Fahranfänger noch mehr Unfälle haben als die 19-jährigen Fahranfänger. Die haben noch mehr als die 20-jährigen. Das geht runter bis 23. Also eigentlich dürfte man erst, wenn man es ganz ehrlich nimmt, ab 23 Auto fahren. Sollte man erst Auto fahren dürfen. Warum? Weil sonst gibt es mehr Unfälle. Ja? Und ich sage einfach, die Nutzung von Informationstechnik ist noch schwieriger als die Nutzung eines Fahrzeugs. Denn damit bewege ich mich nur von A nach B. Informationstechnik, da muss ich schon verdammt viel wissen, um mit den Informationen, die da draußen in der Cloud irgendwo sind, was Vernünftiges anzufangen. Wenn ich nichts weiß, ja, dann ballere ich halt bloß oder gucke YouTube-Videos, weil ich nichts Interessanteres kenne als das. Wenn ich Arzt bin, dann nehme ich das als Werkzeug, um zu googeln. Wenn ich Wissenschaftler bin, nehme ich das auch als Werkzeug. Und dann kann ich damit auch was anstellen. Ich bin so stolz drauf und so froh, dass es Digitalisierung gibt, weil mein Beruf gar nicht anders möglich mehr wäre. Aber für mich sind das Werkzeuge und nicht Zeitvertreib. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir, so wie wir andere technische Neuerungen gelernt haben, zu reglementieren. Wir werden Regeln brauchen für das Digitale. Und wenn es sich erst mal rumgesprochen hat, wie negativ digitale Medien auf Kinder und Jugendliche wirken, die machen wirklich deren Leben kaputt. Deren Gesundheit, deren Bildung und deren Glückserleben. Also auch später Nutzung. Ich habe beispielsweise gelesen, Bill Gates erlaubte seinen drei Kindern ein Smartphone erst ab 14 Jahren. Zum Beispiel. Und beim Tisch durfte es gar nicht benutzt werden, selbst heute noch, wo die schon erwachsen sind. Ja, und Steven Jobs hat gesagt, iPad ist nichts für Kinder. Als er darauf angesprochen wurde, dass seine Kinder doch stolz auf ihren Papa sind, dass Bildung, er das iPad entwickelt hat. Ich setze mal voraus, dass die beiden auch etwas gebildeter sind. Ist schon ein wichtiges. Oder nehmen Sie die Waldorfschulen in Silicon Valley, da gibt es eine, die sagt, hey, wir haben keine Computer, wer schickt die Kinder hin? Die Chefs von den großen IT-Unternehmen. Die wissen, dass das nicht gut für die Kinder ist und deswegen tun die ihre Kinder da nicht hin, wo die Computer sind, sondern da, wo keine sind. Im Übrigen, der Gründer von Google, dieser Larry Page, und der Gründer von, oder einer der Initiatoren von Wikipedia, besuchten beide eine Montessori-Schule. Naja. Bringen wir bei, es selbst zu tun, ja. Frau Montessori war die erste italienische Ärztin und wusste ganz genau, was Kinder brauchen. Und
Nämlich, dass sie selber was machen und nicht, dass sie über eine bedeutungslose, weil völlig sozusagen eigenschaftslose Oberfläche wischen. Mhm. Also wird ja heute gesagt, die Kinder, sie sollen doch ja viel schon mit zwei schon ein Tablet haben und wischen. Ja? Aber ich muss als Kind die das Hände benutzen. Ich muss sensorische und motorische Erfahrungen haben. Und die sind nämlich der Zugang zu allen höheren Denkleistungen. Und wenn die nicht da sind, dann können die höheren Denkleistungen auch nicht funktionieren. Deswegen ein Babyklo mit iPad-Halter, sowas kann man ja kaufen, und die Amis machen das, ja, ist eine Verdummungsmaßnahme. Es ist nicht nur keine Bildungsmaßnahme, weil kein Baby von so lernt, es ist sogar eine aktive Verdummungsmaßnahme. Ja. Also die Eltern sollten wissen, wenn Kinder früh wischen, dann endet deren Bildungskarriere als Putzfachkraft. Und das ist mir wichtig, dass man das mal laut sagt. Ja, gibt es so zwei, drei Regeln, sei es für junge Menschen, Eltern, andere Erwachsene, Unternehmer? Woran kann ich mich orientieren, wenn ich heute digitale Medien einsetze? Wie soll ich den digitalen Alltag meistern? Als Werkzeug, ganz einfach. Digitale Medien sind Werkzeuge. Und bei jedem Werkzeug überlege ich mir, ist der Einsatz... Also wenn ich eine Möhre schneiden will, dann nehme ich mir kein Mixgerät und dann muss ich länger das Ding spülen, als ich das Messer abgewischt habe, und die Möhre ist auch genauso gleich geschnitten. Deswegen Werkzeuge machen nur Sinn bei bestimmten Dingen. Ja? Und wenn ich irgendein etwas anwende in der Medizin, eine Pille zum Beispiel, ja, dann überlege ich mir, die Pille, die hat ja nicht nur Wirkungen, die hat auch Nebenwirkungen. Und dann mache ich eben Abwägung der Wirkungen und Nebenwirkungen. Und manchmal gebe ich die Pille nicht, weil ich denke, die schadet diesem Patienten mehr, als sie ihm nutzt. Und wenn man diese Abwägung zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen machen würde, dann würde man sofort finden, dass das definitiv mehr schadet als nutzt. Digitalisierung von Klassenräumen, von der Freizeit schadet mehr, als es nutzt. Mit Sicherheit. Bei uns Erwachsenen oder bei älteren Jugendlichen vielleicht, da ist es noch nicht so ganz klar, da muss man überlegen. In jedem Einzelfall. Also deswegen, ich habe wieder aufgehört, Musik am Computer zu machen, weil ich sowieso schon viel zu viel Zeit an dem Ding verbringe. Ich mache auch nicht mehr Photoshop selber oder nur ganz kurz mal, wenn es sein muss. Und diese ganzen Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, Bücher layouten, habe ich auch gemacht, ja, mache ich heute alles nicht mehr, soll der Verlag machen. Einfach, weil ich nicht den ganzen Tag, sondern nur den halben am Computer sitzen will und weil ich um die Risiken und Nebenwirkungen einfach weiß. Letzte Frage, Herr Spitzer, was erwarten Sie von der Politik? Wir sind ja gerade in Sondierungsgesprächen in der Politik, wird bald eine neue Regierung stehen. Was erwarten Sie? Soll die Politik auch Anstöße geben oder wird das ganz den Eltern überlassen? Ja, die Politik soll endlich mal aufhören, öffentliche Gelder zur Verdummung auszugeben. Also wenn die Bundeskultusministerin gesagt, wir brauchen 5 Milliarden für die Digitalisierung, vor allem für Wi-Fi in allen Klassenräumen, dann ist das ein Rezept, den Unterricht um 10-20% ineffektiver zu machen. Also zur Verdummung. Wenn die frühere Chefin, die Bremer Kultussenatorin, sagt, wir brauchen mehr Smartphone-Gebrauch im Unterricht. Das ist etwa so sinnvoll, wie wenn der Chef Feuerwehrmann sagt, wir brauchen mehr Benzin zum Löschen. Also Smartphones im Unterricht stören und machen Unterricht kaputt. Und nochmal, das wissen wir. Das ist eben, die Politiker sollten mit postfaktischer Bildungspolitik aufhören. Die sollten erstmal gucken, was gibt es denn für Evidenz? Und wenn die nur einfach mal lesen würden, was es wirklich gibt, dann würden die schon aufhören, über die Digitalisierung von Klassenzimmern zu reden. Da braucht man gar nicht drüber reden. Es schadet. Punkt. Und dann kann man überlegen, ab wann kann man das machen? Wie kann man an Universitäten das Ganze machen? Man kann vielleicht auch sagen, wir brauchen keine 40% eines Jahrgangs Mediendesigner. Man sollte den jungen Leuten abraten, das zu machen, weil sie dann arbeitslos werden. Und das sind alles Dinge, die kann eine sinnvolle Politik machen. Bis hin dazu, dass man sagt, brauchen wir wirklich den ganz superschnellen digitalen Ausbau in jeden Haushalt? Denn was wird denn da besser? Da kann man noch in höherer Auflösung Serien gucken und die Zeit verschwenden. Kein Mensch wird schlauer und keine Wirtschaft wird automatisch besser, wenn alle Leute schnell einen Internetanschluss haben. Die Verdummung wird größer und das wollen wir eigentlich nicht. Und man muss gespannt sein, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Erstmal herzlichen Dank, Herr Spitzer. Ja. Ihnen, liebe Zuschauer, kann ich nur noch mal die beiden Bücher von Herrn Spitzer empfehlen, insofern vor allem empfehlen, sie sind wirklich ein Beipackzettel, um besser mit Risiken und Nebenwirkungen in der digitalen Welt zurechtzukommen. Herzlichen Dank.